Zittau, Zittau, wir fahren heute nach Zittau. Da kämen jetzt fast schon wieder Buletten. Nach Ort des Hauses Schulz. Da schauen wir mal. Stau. Und wenn man noch alles. Wir fahren heute nach Zittau zum Dreikampf. Mit drei Leute. Dreikampf. Kugel des Hus und Sperre. Sperre. Clemens, letztes Jahr kein Gulding gegen Rekordsperre in 4 Versuchen. Gucken wir mal, ob das dieses Jahr schafft. Dieses Mal schaffe ich 4 Gültige. Und noch richtig weit. Weiter als Konrad. Das ist ja nicht schwer. Kann ich nur eins sagen, ein extremes Match erfordert extreme Regeln. So, ich quatsche jetzt wie über Scheiße und reg mich da unten auf, wenn es der Clemens reinschneidet. Hier liegt die Stadt Bautzen vor uns. Wunderschön. Ich hab schon ein bisschen was getrunken, deshalb schaukelt das so. Der Löberberg vor uns. Herrlich. Wunderschön. Ist der Sebastian Schulz. Schon nicht ganz so herrlich. Jetzt wird's noch schlimmer. Hier ist der Clemens. Für mich auch nicht den ganzen Bier. Das Grauen hat viele Gesichter. Hier sind vor Getränke gesorgt. Also für alles 30 mich nicht. Ich bin jetzt schon wieder um den Mist. Sie hat sich nicht wahr. Warum ist er sich verletzt? Ja, pass auf, nicht, dass ihr jemanden niederschlagen. So, wir sind angekommen, wie immer, auf dem Gurtlist zum Drücker hier. Zittau, hier drüben ist schon Polen. Hier ist schon der Wettkampf. Kicken wir mal, wa? Würde ich das vielleicht auch hinkriegen. Das glaube ich nicht. Guck mal hier ein bisschen. Schauen wir mal, wenn der Schulz sich hier auszieht. Warte mal, Kugelstoßen. Hast du eine Bauchweckhose an? Natürlich hat er eine Bauchweckhose an, wie immer. Ach, weiter wie ich. So, hier sind wir, Zittau, hier ist das Stadion. Sieht man jetzt dahinter. Sind dieses Jahr wieder die deutschen Seniorenmeisterschaften Leichtathletik. Wir haben hier schön Kugelstoßen gerade hinter uns gebracht. Clemens, gleich mal im ersten Versuch 8,56, ich 8,31. Schulz auch ganz gut. Kicken wir mal, wir setzen uns ins Auto und werden mal ins kleine Malzen. Voll Verliebung und sowas. So, stoßen wir von unserer Leistung drauf an. Clemens. Und wie zufrieden seid ihr? Ja. Schulz mal wieder als Aktiver dabei. Ja. Zweimal im Jahr nur zur Werfer mitkämpfen. Ich bin zufrieden. Ich will bei Speer, wie gesagt, einen guten Versuch rausholen. Kugel war schon mal gut. Gut, nur. No. So, wir gehen zum Speerwerfen. Wenn uns der Schulz nochmal erläutert, wie er das mit den Mädels macht. Du schreibst einfach so viel an, bis irgendwen mal. Nee, ich bin so einfach geil. Bis du irgendwann das mal. Ist der denn ja. Oh, fast erwischt, Clemens. Ja, mehr geschleudert als geworfen. Wie es jetzt aussieht mit dieser schwarzen Mütze. Liegt nur daran, dass ich keine Handschuhe anhabe heute, dass das nicht klappt. Hinten raus. Das kann es ja nur nicht sein. Wo fesselst du den Speer? Nein! Ich weiß, wie lange ich ihn immer gemacht habe. Der ist verkehrt rum gewesen. Der ist so weit gefahren. Oh, Clemens Speer. Oh, gültig. So, Freunde der Sonne. Schulz hat es doch tatsächlich geschafft, im Speer weiter als Konrad und ich zu werfen. Unglaublich. Wir wissen noch nicht, wer das gemacht hat, aber uns war es gleich verdächtig, nachdem wir Clemens und auch ich im Speer Kugelstoßen im ersten Versuch schon unsere persönliche Bestleistung hatten. Ja, und der Schulz war natürlich sehr schlecht beim Kugelstoßen. Ja, dass er jetzt hier beim Speerwurf was rausholt, ja. Hätten wir wirklich nie gedacht. Also, das kann man ja auswerten, aber Speerwurf, ja. Und sozial haben wir natürlich wieder 100 Punkte gemacht. Und ein Bienchen haben wir auch gekriegt. War alles ganz super. Die beliebtesten aller Sprüche. Natürlich wie immer. Wir mussten das dumm quatschen. Irgendwie wieder. Das sollte man aus Disziplinentwicklung. Quatschen, da wird man eigentlich immer vorne dabei sein, würde ich denken. Ganz, ganz, ganz. So, wir fahren ja durch diese wunderschöne Allee. Allee. Allee.
eine Straße, viele Bäume, ja, das ist eine Allee. Und jetzt fahren wir nochmal nach Poland. Poland, Chicken, Alkohol. Nach Alkohol, macht die Birne voll. Pulimanzai, da haben sie gleich angehalten. Die Pulimanzai ist dort. Und dass die uns noch nicht gesehen haben, ein Glück, wir fahren gleich in die andere Richtung. So, mal wieder fahren wir den Sonnenuntergang entgegen. Aber das Schönste kommt noch vom Tage. McDonalds! Der Pizza hat McDonalds, Kentucky Fried Chicken and the Pizza. Es ist richtig schön noch geworden zum Abend. Hätte ich gar nicht gedacht. Es sah ja so unschön aus am Tag. Danke, dass du es mir gesagt hast. Jetzt weiß ich es besser. Und da kann ich schon sagen, ein extremes Match erfordert eben... extreme Manöver und auch extreme Regeln erfordert ein extremes Match. Was die so im Gegenlicht mit Sonne... Findest du geil, wow. Könnte mich schon ein bisschen geil machen. Könnte mich schon mal reizen, den in seine Tunnel zu penetrieren. Er hat zu mir Fuze gesagt. Fuze. Das müsste wirklich P8 zu machen. Schimpfwort für ein menschliches Geschlechtsorgan. Fuze. Das ist nicht in Ordnung. Das heißt Vagina oder Penis. Ich muss rechts ranfahren. Und wo fährt er ran? Natürlich links an die Tanke. Das ist ein guter Kerl. So, eine neue kleine musikalische Einlage. Sports, Honesty. Und schön bei McDonalds fressen. Jetzt noch ein kleines Bierchen, das erste heute. Das erste. Jawohl, das erste nach Mengs. So, wir hatten uns einen kleinen Salat geteilt von Mengs. Nur ohne Dressing natürlich, na klar. Mit dem kalten Wasser und schnell. Hey, gib mal die 6 Cheeseburger, die wir mitgenommen haben. Ja. Was? 6 Cheeseburger? Dem Schulz da eine Zigarre kochen und eine Taschenmuschi, würde ich Ihnen das so verraten? Das können wir gerne machen. Das ist nicht das gewünschte Geburtstag. Ja. Für die Taschenmuschi. Damit der Schulz auch mal Spaß haben kann, wenn es schon mit den Frauen nicht klappt. Ein schöner Wettkampftag geht zu Ende. Leider aber Schulz, ich wäre aber am besten. Es war ereignisreich, spannungsgeladen, sozial. Hohem Niveau einfach. Im Wettkampf ist ja alles zu bieten. Alter. Das stimmt. Hat auch unsere sozialen Kompetenzen sehr gefordert. Großes Bier. Bitte? Ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst. Ein Liter in der Dose. Ist ja normal eigentlich. Ich hab mir eine kleine Büchse geholt. Eine Büchse? Wie willst du das Ganze? Eine Büchse! Eine Büchse!